Media veröffentlicht mittlerweile bereits den 5. Teil der hauseigenen Mario Bava Collector's Edition. Dabei haben sie für die gesamte Serie einen eigenen Schuber entworfen mit einem quasi Sammelmotiv und auch die Spines einheitlich gestaltet, sodass die Editionen im Regal nebeneinander gut aussehen. Und das muss man wirklich sagen, alleine mit diesen wilden Farben hier, dadurch, dass die Mario Bava Collector's Edition überall gleich aussieht, gleich groß ist, ist das wirklich eine Reihe, die im Regal fantastisch aussieht. Das Einzige, was mir das erste Mal, als ich die Reihe gesehen habe, nicht wirklich gefallen hat, war die Art, wie dieser Schuber hier präsentiert wird, diese Schwarz-Weiß-Bilder, diese relativ wüste und wilde Collage an Filmbildern, ist ehrlich gesagt nicht unbedingt mein Geschmack, aber jetzt, wo ich es irgendwie live in der Hand habe, finde ich es irgendwie relativ leibend. Dann auf dem Backcover werden quasi die wilden Farben der Reihe grundsätzlich fortgesetzt. Wir kriegen die Inhaltsangabe des Films, wir kriegen die Informationen zum Bonusmaterial. So gibt's bei die drei Gesichter der Furcht neben der Standardfilmfassung auch noch die circa 96-minütige amerikanische Schnittfassung als Bonusmaterial, was für mich als Fassungsjunkie natürlich ein unglaublich geiles Goodie ist. Jetzt wird's aber Zeit zur eigentlichen Besto... Ja, es war definitiv ein Fehler von mir, dass ich diese Reihe so lange nicht gesammelt habe. Bist denn du deppert, ist das geil. Holy crap. Also, meine Liebe für Digipacks, dazu kommen wir noch gleich, und gezeichnete Motive hat Koch wirklich bei diesem Release vereint. Das ist... Bist du deppert? Bist denn du deppert? Ist das geil. Außerdem sehr schön finde ich auch hier ebenfalls einheitlich dann gemacht die Spines von den eigentlichen Digis. Aber das ist ja noch nicht das einzige Motiv. Wir haben ja quasi, nachdem wir diesen Schuber haben, theoretisch auch die Möglichkeit, das Ding so reinzuschieben und dadurch uns für ein anderes Cover zu entscheiden. Dann würde das ganze Ding so ausschauen, schaut zwar nicht mehr so aus, als wäre es dafür ausgelegt und geplant, ist aber theoretisch durchaus möglich. Dann haben wir hier eben das Artwork, das mir auch wirklich, wirklich gut gefällt. Und es gibt sogar noch ein drittes Artwork zu dem Film, ebenfalls gezeichnet, das dann hier angebracht ist. Und was mir bei dem Digipack auffällt, ich glaube, man sieht es bei der Ansicht am besten, genau, das Erste, was mich auch bei der Stunde, wenn Dracula kommt, noch gestört hat, ist die Tatsache, dass diese Digipacks eigentlich nicht gerade sind. Sieht man das? Dass die dadurch, dass es eben so dicke Digipacks sind, einfach nicht gerade sind und auf der Seite eine andere Dicke haben wie auf der. Was jetzt fürs Regal nicht absolut optimal ist, aber das war eben auch einer der Gründe, warum ich damals nicht sofort schwach geworden bin beim ersten Teil. Jetzt allerdings ist es definitiv zu spät und ganz ehrlich, wenn ich so etwas vor mir sehe, dann bereue ich das überhaupt nicht. Ja, die VÖ ist nicht perfekt, es gibt ein paar Sachen, die mich nicht absolut begeistern, aber im Großen und Ganzen, bitte schaut ihr das an. Das ist unfucking fasslich geil. Dann haben wir sogar noch ein kleines Booklet mit dabei, ebenfalls mit einem gezeichneten Cover da drauf. Sehr schön auch innen gestaltet dieses Mal. Wieder quasi im Zeitungs-slash-alten Magazin-Look. Sehr fein. Das ist wirklich... Und so viele geile Artworks dazu, das ist unpackbar. Das ist unpackbar. Auch hier eben die Film-DVD. Perfekt übrigens auch, was man auch erwähnen muss, weil das offensichtlich für einige nicht selbstverständlich ist, dass man auch diesen Disc-Knopf ein bisschen berücksichtigt, wo das Loch in der Disc ist und das beim Disc-Artwork bedenkt. Hier perfekt geschehen. Und da dann das Innen-Artwork unterhalb der Discs. Bist du deppert? Ist das geil. Das ist wirklich, wirklich der absolute Hammer. Also ich muss echt sagen, normalerweise sage ich, Arrow Video ist das Ultimative und das Geilste und das Beste.
Die Arrow Steelbooks können gegen das einpacken. Das ist unfasslich, wie geil das ist. Großes, großes Lob an Koch. Vielen Dank an alle, die mir diese Releases empfohlen und ans Herz gelegt haben. Das ist wirklich ein wunderschönes Teil.